Helicontex Document Case, also so ein Dokumenten-Pouch-Teil irgendwie. Wenn du wissen willst, was dieses kleine Teil kann, und schließlich fängt ja jetzt die Urlaubszeit irgendwann an, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Helicontex Document Case. Bevor wir reinschauen, schauen wir auf die Rückseite. Und bei dieser Rückseite, da ist noch was aufgefallen. Und zwar, das sind so Glättflächen. Man kann aber das Gegenteil, also das Flauschi von dem Glätt, nicht runtergeben. Das heißt, das bleibt hier. Und auch dieses hier kann man anglätten, runternehmen, das Flauschi, so meinte ich, übereinander lappen. Und ich gehe jetzt davon aus, dass diese zwei Glättflächen dazu da sind, um das zum Beispiel in ein modulares System reinzugeben, wie es das natürlich auch von Helicontex gibt, aber auch von Tasmanian Tiger zum Beispiel, wie die Geigenwerbung. Ich gebe dir natürlich den Link. Das ist ganz klar, wurscht, egal. Der Punkt ist, das geht. Das heißt, du kannst es auch in einen Rucksack reinpacken oder eben raufklappen und dann ist es einfach, ja, eine Tasche zum Einstecken. Alles gut, alles wunderbar. Schauen wir es uns mal von vorne an. Ich habe das jetzt, glaube ich, in Coyote-Ausführung, gibt es aber in unterschiedlichsten Ausführungen. Wird in Vietnam gemacht, weil die Frage schon mal gekommen ist, so wie auch das Tasmanian Tiger aus Vietnam zum Beispiel kommt. Und auch da kommt immer wieder die Frage, also so schaut das aus. Relativ breit, das heißt, es geht ja ein Reisepass wunderbar aus, kann ich da gleich dazu sagen. Ich werde meinen Reisepass aber logischerweise nicht in die Kamera halten, weil es ist so wegen, egal, lassen wir das. Man kann es umklappen, ja, das heißt ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte, aber wirklich nur ein Hauchel weniger als die Hälfte, kannst du runterklappen. Das heißt, auch Kleinzeug, das du da im untersten Bereich einlegst, fällt nicht raus. Das ist alles schön gut gemacht, da gibt es mal überhaupt nichts zum Sudern. Zwei Reißverschlüsse, also zwei Wege Reißverschlusssystem, dann hier diese, wie man das von TT. Ich bin total irre. Natürlich nicht TT, sondern Helicontex. Ah, Reini. Kennt, diese Kordeln sind hier noch einmal mit so einem Kunststoff versehen, damit man das gut packen kann. Das haben die wirklich sehr schön gemacht. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Und schauen wir mal ins Innenleben. Hier kannst du, hast du ein Schubfach. Und dieses Schubfach, das hinterste Schubfach, das ist so breit, dass er bis ganz nach unten kommt. Das heißt, du kannst jetzt hier zum Beispiel einen Reisepass oder irgendeine andere Ausrüstung, Kugelschreiber oder sonstiges, hier mit einpacken. Das geht sich wunderbar aus, geht sich sehr schön aus. Dann gibt es noch ein Fach, das natürlich auch bis ganz nach runter geht. Hier. Natürlich nicht so tief ist, weil es ja schon etwas niedriger ist. Und ganz unten ist noch einmal ein kleines Einschubfach. Gut. Dann hier eine Netztasche. Ist hier im Frontbereich. Geht auch bis ganz runter. Und das war es auch schon an Organisationseinheit. Das ist kein D-Ring, sonst überhaupt nichts mehr mit dabei. Das war es ganz einfach. Ich weiß nicht, wofür diese Schlaufen hier außen sind. Vielleicht kann mich irgendjemand erhellen und bitte unten einen Kommentar schreiben. Ich weiß es wirklich nicht. Dieses Teil hier hat irgendwie was. Und auch irgendwie nicht. Was meine ich damit? Ich finde es total großartig, dass du hier durch diese Teile da eine Multifunktionalität hast. Das ist schön, weil du ja das in einen Rucksack oder in eine Tasche, die dieses modulare System unterstützt, reingeben kannst und gleichzeitig ja eine ganz normale Dokumententasche mit dabei hast. Aber dadurch wird das Gewicht etwas höher. Schau, ich selber habe genug Gewicht an den Rippen. Ich darf mich da eigentlich nicht beschweren, nein. Aber es wird dadurch auch steifer und es wird dadurch irgendwie ein bisschen anders und... Das ist jetzt keine Suderei, das Ding ist super, wenn du das willst. Nur mich stört das irgendwie. Macht es das Ding schlecht? Nein, macht es nicht. Irgendwie hätte ich das gern weg, weil... Wurscht. Die Helicontex-Leute werden ganz einfach sagen, ja Reini, dann kauf's nicht, ich habe es aber schon gekauft. Also nein, das passt alles ganz gut. Vielleicht so als Idee, weil ich auch irgendwie auf die Taschen gekommen bin. Ich weiß nicht, wenn dieser Teil hier, da offen wäre, ich weiß nicht, ob das geht, ich meine... Taschenleute unter euch, sagt mir, dass hier offen wäre, dann könnte man das vielleicht auch an einen Gürtel geben. Ne? An einen Gürtel geben, was ja auch ganz cool sein kann. Wurscht. Wenn wir schon über Multifunktionalität sprechen. Ist nur so eine Idee, ist aber keine Notwendigkeit. Frage natürlich ganz allgemein. Wozu braucht man sowas? Ja klar, um zum Beispiel Multitools, die man besitzt, wie zum Beispiel das Swiss Tool, gibt es natürlich auch bei uns im Shop, ist ganz klar, mit reinpacken. Ja? Das würde sich jetzt zum Beispiel anbieten, wenn du jetzt nicht das als Dokumententasche verwenden willst, sondern so als EDC-Tasche, also das
versteckst du komplett drin und es ist auch nebenbei noch etwas Platz. Und insgesamt, ich meine, da passt doch einiges rein. So als EDC-Tasche, um Kleinkram reinzupacken, ja, warum nicht? Ich sage einfach, warum nicht? Schreib mal gerne einen Kommentar, was du von diesem Teil hier hältst und was so deine Meinung dazu ist. Gib da unten den Link, wir haben das Teil leider nicht im Shop, weil wir Helikontex zwar selbst verkaufen, wenn du schon einige Videos von mir gesehen hast, nur wir ganz einfach diese ganzen kleinen Taschen von ihnen, einfach, wir wollen uns das nicht antun. Das heißt aber nicht, dass es schlecht ist, aber ich gebe dir den Link auf Amazon, wo es auch ich gekauft habe. Und wenn du bei mir was kaufen willst, ich zeige dir den Irbis und Stitch und Raptor und sowieso und überhaupt. Und wurscht, billige Eigenwerbung. Jetzt bist du dran. Was hältst du davon? Was ist deine Meinung? Wie siehst du das? Gut, schlecht? Themenverfehlung oder genial? Schreib mal einen Kommentar. Abo zu mir in den Shop, ein paar andere Videos. Das hat mich gefreut, dein Reini Rossmann. Und bald oder aber die? Vielleicht? Dann brauchst du das eigentlich gar nicht, weil wer braucht Dokumente? Bis dann und ciao, ciao.